So viel steht schon mal fest. Am nächsten Verdutzgläsig wird es mexikanisch. Klassisch mexikanisch, mit dem bekannten Star-Tenor Rolando Villazón. Die Katz sind die Organisatoren schon mal aus dem Sack gelassen und haben noch gleich weitere Highlights angekündigt. Verdutz Classic trumpft dieses Jahr auf mit einem sehr breiten Programm. Wir haben zwei grosse Namen schon genannt, Cecilia Bartoli, wir haben genannt Rolando Villazón, und ich möchte vor allem auch sagen, das Grosskonzert am Samstagabend Liechtenstein singt mit Symphonieorchester Liechtenstein, mit dem Kevin Griffith als Dirigent und einem grossartigen Liechtensteiner Chor. Also, jeder der sechs Konzerte ist ein Highlight. Wir haben ein unglaublich schönes Programm, wir haben sehr erfahrene Künstler der Extraklasse, aber wir haben auch unglaubliche Mischung aus jungen Menschen. Wie bei unserem Matineenkonzert am Sonntag oder am Abend am Samstag. Also jeder der sechs Konzerte bietet ein wunderbares Programm von klassischem Repertoire wie bei Röffnung, Tschaikowski-Konzert und Alpensymphonie, über Konzert der Cecilia Bartoli natürlich, über Jugendkonzert von Sängerin mit vier Celli, die Programm von Schubert, Schumann, Berber bis zum Justin Timberlake, Michael Jackson oder Sting macht, über Ensemble Esperanza, der derzeit als Streichorchester der Spitzenklasse aus Liechtenstein, wie uns internationale Presse bezeichnet, gilt, bis natürlich phänomenalen Rolando Villazón mit Sinfonieorchester Liechtenstein und Arien der französischen, italienischen Opern, bis zum Leonard Bernstein und Operette von Lehár. Wir haben ja drei Schwerpunkte in drei Jahren, jedes Jahr ein anderer Schwerpunkt. Letztes Jahr ist eben gesehen, Liechtenstein spielt, darum David Garrett mit Violine. Das Jahr Liechtenstein singt, Rolando Villazón, Cecilia Bartoli, und nächstes Jahr werden wir haben, Liechtenstein tanzt. Mit was können Sie überzeugen, dass Sie auch wirklich auf den Dutz gehen? Also ich hoffe, die Qualität und Entwicklung der klassischen Musiklandschaft hier in Liechtenstein hat sich in den letzten 6-7 Jahren so entwickelt, dass auch die allergrößten Künstler davon erfahren haben. Letztes Jahr hat es geregnet. Hat man das Wetter jetzt schon mal bestellt? Wir haben Wetter natürlich bestellt und letztes Mal hat gar nichts geregnet. Wann hat es geregnet? Es war nur vor der Pause, vor dem Konzert, in der Pause und nach dem Konzert. Während des Konzerts hat es nicht geregnet.